Hey, der ist Deutscher. Den kenne ich, glaube ich. Was sagt er? Er schreibt sofort. Dauert mal einen kleinen Moment. Ich glaube, die sind gerade auf dem anderen TS. Wenn ich mich nicht täusche, dann kenne ich den sogar. User joined your channel. Hallo. Hallo. User joined your Hi. channel. User joined your channel. Akko. Hey Tobi, bist du der Tobi, der ich denke, welcher Ja, Tobi du Mann. bist? Warum bist du in der Garde, Alter? Das ist Abschaum. Also bist du raus jetzt? Tja, klar, Mann. Ey, wir haben strongest Clan ever, Mann. Ja, komm, Panzer rein, ab geht's. Ey Akku, wir haben was Schönes für dich. Mein Kumpel, What is my name hier, hat was Schönes von dir gemacht. Wollten dir das mal vorspielen, mal fragen, ob dir das gefällt. Sag euch, wo's lang geht. Mein fucking Wort ist die letzte Brotherbank. Ich hab unten links mal wieder in Caps Lock geschrieben, wo es lang geht. Denn ihr wisst es alle, ich bin der Hellseher, der Nost. Kadamus von World of Tanks. Ich weiß exakt, welche Map gewinnt. Ich alleine bin der beste World of Tanks. Shepard, ja? Und wie findest du? Ja, ist gut. Nice, ne? Ja. Okay, krass, Mann. Freut uns auf jeden Fall. Ja, nice. Bei uns auf jeden Fall eine Ehre. Muss aber ganz kurz AFK. Also bis gleich. Ciao. Erstmal rechte Flanke alle zusammen und da mal aufräumen. Wenn wir die Seite haben, ist sowieso gewonnen. Der E100 fährt halt mal gemütlich alleine an die Front. Ja, kann man ja mal machen, ne? Ist ja unbesiegbar, der Panzer. Ist das ein Vogel, Alter. Fährt der da eiskalt alleine an die Front. Richtig geil, der Typ. Passt auf, ne? Da steht ein Haufen Zeug. Jetzt kein YOLO, bitte. TEN-100 ruft nach Hilfe, ey, ist der geil. Steht auf weiter Flur alleine und ruft nach Hilfe, ey. So, mal vorher mal auf die Minimap gucken oder so. Alter, wo gehen meine Schüsse hin, ey? Das ist doch nicht wahr. Wir müssen die zwei da unten mal wegjolonen gleich zu dritt. Weil sonst verlieren unsere Heavys zu viel HP. Hier die Viecher da. Der Leopard ist raus.
Komm, ab, wir müssen da aufräumen. Jungs, ab durch die Mitte, komm ab. So, weiter geht's, da hinten die Viecher rausholen. Ich bin noch voll, ich fahr vor, aber dann müsst ihr auch Vollgas geben, ne? Komm, ab, 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 ab. Machen wir die ESC zuerst. Jungs, wo bleibt ihr denn? Noch da, ich stehe vor dir. Ja, aber frontal auf eine IS-7 schießen macht keinen Sinn. Dann muss man flankieren, das Vieh. Ich hab die gekettet und penetriert. Okay. Das ist easy. Ich bin am Nachladen, ne? So. Pusht euch da nicht zu Tode, ne? Die locken euch jetzt. Entspannt euch, da hinten stehen so ein paar fette TDs. Objekt, push dich da bitte jetzt nicht tot. Nee, alles gut. Hab nur den Jagdweg ins Kreuz genommen. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. User left your channel. Lebt doch ganz gut. Was mit dem dritten Mann? Ist der jetzt im Teamspeak oder immer noch nicht? Er ist da, aber gemutet aktuell. Okay. Ja, warte mal kurz. User disconnected from your channel. Ey, diese Freundesliste Bugs, die nerven einfach brutal, weißt du? Meinst du, dass er ja nicht connected und so? Ja, ich wollte den Typen jetzt von der Freundesliste nehmen und so, weißt du? Aber da kommt so ein Bug, ja, konnte nicht ausgeführt werden, bla. Also, ey, ganz ehrlich, das ist einfach erbärmlich, was zurzeit so bugmäßig hier in World of Tanks abgeht, ey. Ja.
Hast du eine Teamspeak-Adresse, wo wir drauf können? Ich habe noch von einem privaten TS. Okay, das wäre gut, weil sonst haben wir hier die ganze Zeit Kindergarten. Können ja eine Runde noch probieren, so, und dann wechseln wir dann. Hab's dir mal privat geschrieben. Machen wir gleich, dann lass erstmal hier noch eine Runde machen. Jo. Weiß man ja eine Runde leid. Können wir noch mal eine Runde Met fahren? Dann machen wir gleich, weil... Jo, kann man machen. Ach ja. Boah, ich muss mir mal morgen dringend ein neues Mikro kaufen. Das Ding summt, ey. Und ich habe mir noch ein Mikro gekauft. Aber die Quali ist übelst scheiße gewesen. Jetzt muss ich mir so ein richtig gutes Ding holen, sonst... Rode? Ja, ich habe mir so ein 8-Euro-Ding gekauft. Und normalerweise waren die immer gut. Ich weiß nicht so, aber der hat voll die schlechte Quali. So klingt es ganz okay. Also ich höre jetzt kein so. User disconnected from your channel. Oh, unsere Lights von straight in the middle, das ist sehr schön. Ja. Bisschen viel Verkehr hier, wa? Ja, wir sollten mal der Heavy-Linie helfen gehen oder so. Ich glaube, das wird hier nichts. Der Artie hat. Die Heavys brauchen Hilfe. Jo. Ich komme. Bin auf dem Weg. Oder wollen wir noch einen kleinen Moment? Müssen hier Kreuzfeuer aufbauen, damit die Heavys hier nicht. Pass mal ein bisschen auf die Mitte auf erstmal. Guck mal, dass da von da, hier und da keiner auf uns zukommt. Fahr jetzt aber bitte nicht an der Front da rumballern und sterben, ne? Nee. So, nur ein bisschen aufpassen. Dass uns keiner von hinten kommt. Vor allen Dingen dieser E75 hier, bitte. Hier am besten von hier irgendwie ein bisschen da, der versucht zu flankieren. TVP genauso. Pass auf. Hier, TVP will von hier.
So, da komme ich nicht dran. Ja, wir müssen jetzt den TVP da holen. Der will unseren komischen Heavy da auseinanderschrauben. Ja, ich habe hier noch eine Batchet bei mir. Die jodelt mich jetzt. Leute. Ich hab Bounce. Batchet hat sich leer geschossen. Och Gott, ey. Wie da wieder da hinten alles rumgammelt an der Base, Alter. Was ist das hier? Hallo, ihr dürft eigentlich mitspielen, so. Hallo. Komm, jetzt zack, zack, den hier raus. Object. Der ist One-Shot. Ey, die stehen da immer noch, ne? Die fahren halt einfach nicht. So ganz am Ende für die Arti bewegen die sich dann noch, weißt du? Wenn überhaupt. Das sind die Rischen. Ah, komm. Da war doch geliebt der Schuss. Geh mal rechts, hol dir mal den LT. Der kommt, der kommt. Ich selbst war sterb. Ja, war mir klar. Ja, unser WZ ist halt Full HP und bewegt sich halt nicht, ne? Guck dir den Vogel mal an. Alter, wo fährt der lang? Was macht der? Ah, die 700er Schelle, die hätte mich sein müssen vom Objekt. Ich müsste hoch genug kommen. So. So, komm, eine noch. Haben die zwei Heavys. Ja, ist halt gefährlich. Zwei TVPs, zwei Artis. Die Wasserseite könnte gefährlich werden, aber wenn wir das nicht machen, wer denn sonst, weißt du? Nehmen wir mal die Arti. Aber Tortoise kommt mit. Gutes. Es fährt viel zu viel in die Mitte, ey. Wir müssten mal die andere Seite da machen und nicht die Mitte. Die Mitte ist erstmal egal. Ja, ich befürchte, wenn wir jetzt da weiterfahren, das bringt nichts. Erstmal von weiter hinten deffen. Such dir mal eine Arti-Save Position hinter dir. Wir locken die hier hin und schießen die dann weg. Ja, ihr 7, du bist jetzt der Held. Ja. Ihr 7, hallo. Der jetzt, ja. Ja, der versucht jetzt den Superhero zu machen. Ja, jetzt wird der gleich sowas vom weggeballert mit seiner ES7. Guck
Komm, lass mal auf die andere Seite hier, das bringt nichts. Rüber zum T10 oder was? Ja, wir machen mal da oben diese TVPs und so, guck mal. Wir könnten rein theoretisch auch durch die Mitte und die Gegner-Artis rausholen, solange die TVPs da hinten und beschäftigt sind. Sollen wir das mal probieren? Oder... Ja? Sorry, ich habe gerade nicht zugehört. Was sagst du durch die Mitte? Lass mal hier außen durch und die Gegner-Artis rausholen, solange die überall beschäftigt sind. Komm mal mit, beeil dich. Ja, ich weiß nicht, ob da noch drei TDs stehen. Ja gut, dann fangen wir uns jeder eine Schelle, aber dann holen wir die zwei Artis raus. Haben wir schon mal Ruhe. Bitte nicht stoppen, weiterfahren dann einfach. Wenn es in die Hose geht, geht's auf meine Kappe, aber dann ist das so. Wir müssen jetzt den Momentum ausnutzen, solange die TVPs da drüben gebunden sind. Ich bin auf. Beeilung, 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 Beeilung. Komm. Ja, ja, die stehen. Beide Artis. Nice. Nicht da hoch. Ey, Dicker, da oben sind irgendwelche TDs und TVPs. Nicht da hoch. Oh Gott. Was machst du da? Ja, hier ist da jetzt ja, verlier doch bitte keine HPs. Wir brauchen die gleich, um die Wasserseite zu klären. Komm mal mit Wasserseite klären, komm. Beeilung, Beeilung. Ich bin vor dir. Ja, ich bin ja auch am Nachladen. Gib Gummi, wir müssen aufräumen hier schnell. Du bist noch voll, mach du den ersten Schuss kassieren und dann haben wir die Seite schon mal geklärt. Jo, alles easy. Ja. Der ist eh gerade so am Struggeln mit seinem Leben. Der weiß eh nicht, was er tun soll. Warte, ich versuch. Ja, okay. Fahr mir bitte nur nicht in den Schuss gleich. Ach, der hat sich ins Wasser geworfen. Komm. Ja, Basis E7. Wir müssen von hier aus angreifen und die Gegner-TVPs zuerst rausholen. Komm mal ran hier. Da, wenn du da jetzt lang fährst, kriegst du von den TVPs auf die Fresse. Das sind immer noch zwei Stück. Das ist nicht zu unterschätzen. E50 ist in der Mitte. Jo. Hier oben ist ein TVP wahrscheinlich, hier oben. Guck mal, ob du irgendwie da den Typen... Da fahr ich ja außen rum. Ja, wir müssen uns aber beeilen, sonst cappen die, ne? Naja, letztendlich kann man auch cappen. Momentan sind wir ne, wir können nicht cappen, weil die haben zwei TVPs. Guck mal, genau das kostet uns eventuell jetzt den Sieg da, dieses Außenrum und so, weißt du? Hast du den? Ja, schön. Muss nachladen. Guck mal, der TVP, der unser Cap resettet. Da, hier, oh, die zwei. Ja, dann hol dir mal die ES7 schnell, ganz schnell. Hol dir mal die ES7 bitte. Der ist One-Shot oder so. Beeil dich, beeil dich. Ja, zwei Schüsse vorne.
Wenn es gut läuft, Zielschüsse. Kannst du noch auf, hin auf den setzen? Guck mal, du musst mal bitte jetzt da ran. Wie viel HP hast du denn noch? 1000. Komm, hol dir das Vieh, hol dir das Vieh, hol dir das Vieh. Ah, Alter. Ja, nicht stehen bleiben, weiterfahren, seitlich flankieren. Darf ich einen TVP schießen? Beeil dich! Ja, ja, ich bin durch, ich bin durch. TVP hat von hier geschossen. Ja, ja, der kommt hier wahrscheinlich gleich. Achtung! So, aus der Fahrt trifft er mich natürlich. Er darf nicht pennen. Oh Gott! Er lädt halt übel schnell nach. Ja, unsere IS-7 musste ja da HPs verlieren an der Front. Der wollte ja unbedingt gegen zwei Artis antreten und gegen zwei TDs, weißt du? Der ist ja voll an die Front und so. So useless, Mann. Aber Hauptsache zwei Gunmarks, weißt du? Aber taktischer Null. Hier, was ist das, Mann? Die TVP haben noch nicht mal viel Schaden. Der eine hat 1100. Guck dir mal allein schon die zwei Artis von uns an, weißt du? Hier, der eine hat fast 0 Damage, ey, und der andere nur 1000 zum Beispiel. Einer von den ganzen Bobs hat mich auch... Und unsere ganzen Scouts sind in die Mitte gefahren, Alter. Warum fährt man mit 10 Scouts in die Mitte? Auf einer Map, wo es zwei Artis gibt, ey. Dann brauchst du nur spotten und den Rest lässt du die Artis machen. Links und rechts verteidigen ist wichtiger. Fahren die einfach mal YOLO mit 10 Panzern in die Mitte, weißt du? Ja, die. So. Naja, ist auch egal. Abonniert den Channel, haut rein. Schaut mal die Links in der Beschreibung unten.